Wieder ein Clown zum Frühstück, war? Ja, genau, Yogi. Genau. Upsa. So. Das wird jetzt hier der Ärzteraum. Ah, das müssen wir ja auch noch wegmachen, hey. Was war das? Ach, es regnet wieder in Minecraft. Hier. Wow, habe ich mich gerade erschrocken. wir kriegen jetzt aber Stein. Das ist sehr gut. Und dann müssen wir ja noch einen in die Höhe gehen. Denn wir haben ja vier hochgemacht. Oh, ist ja gut. Ist ja gut. Ich bereite mich ja das nächste Mal vor. Mann, 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 ey. Wirst du direkt bestraft, ey. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man in Minecraft noch vom Blitz getroffen werden? Also ich frage für einen Freund. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Okay. Bin schon dran gestorben. Echt? Mich hat mal ein Blitz nur knapp verfehlt. Das weiß ich noch in meiner Welt. Und wir brauchen frisches Holz. Gut, dann reißen wir hier noch die Decke raus. Da braucht nicht. Ich habe gedacht, ich brauche kein Toggle-Down-Fall mehr. Da, ich habe doch so eine Wettermaschine oder gilt die für hier nicht? Juti, dann müssen wir. Frag für einen Freund, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich das euch erzählt? Ich habe in Holland auch mal Minecraft gespielt, aber die 1.13. Ich habe ja bei Mama auf dem PC. Aua. Auch Minecraft und da habe ich gedacht, komm, erweiterst du mal auf die 1.13. Alter, nie wieder. Die 1.13 ist sowas von gestorben für mich. Das Haus, was ich mal gebaut hatte, war komplett weg. Ich konnte nichts mehr planten, was vorher da mal war. Ich konnte nichts wegnehmen. Es war alles kaputt und du kannst kein Toggle Down Fall mehr eingeben. Und das geht im Let's Play gar nicht. Absolut gar nicht. Das ist tödlich. Wenn das hier regnet, das ist so tödlich. Ich hatte einmal eine Folge gehabt. Update 11.10. Wie 11.10? Ich hatte einmal eine Folge gehabt, da hat es geregnet in Minecraft und ich hatte das so, hatte mal gedacht, ach komm, lässt du mal. Und Alter, die Folge, die war über 1,5 Gigabyte groß. Gerendert. Geht gar nicht. 11 von 10 möglichen Punkte für das 1.13 Update.
Ich bin da gerade irgendwie zu blöd vor. Und ja, deswegen werde ich Minecraft nicht auf die 1.13 updaten. Weil wenn ich das mache, dann ist nämlich der Kölner Dom weg. Habe ich keinen Bock drauf. Absolut keinen Bock drauf. Den muss man nicht verstehen, Steffi. Keine Sorge. Okay. Ich bin da echt gerade. So, jetzt haben wir wieder ein Buschkern Holz. Reicht das denn überhaupt? Der Herr Diefalder wollte lustig sein. Hat nicht geklappt. Ja, bei mir gerade irgendwie wirklich nicht. Weil ich zu blöd dafür bin. Sad life. So. Setzlinge. Bei uns wird sich also bei uns hinten im Wald wird sich auch was ändern. Und zwar wird der Wald abgerodet. Und da wird dann gezielt, werden dann die Bäume dahin gepflanzt. Damit man zwar ein bisschen versteckt, aber trotzdem einen Weg dann zum Förster hat. Und vom Förster zum Holzfäller. Beziehungsweise Sägewerk. Muss der jetzt? Nee, muss nicht. Deswegen werden wir da dann den Wald roden. Und gezielt. Wow. Hat aber auch was. So. All around me are familiar faces. So, das heißt, wir müssen jetzt gleich aber auch nochmal wieder nach Hause latschen, denn ich habe die Steine vergessen. Jetzt gucke ich aber gleich mal, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich denn im Gästeblock den Boden gemacht. Wir müssen auch gleich nochmal ein bisschen Erde abladen. Boah, Erde kriegt man ja echt sowas von im Überfluss. Ich liebe das Lied. Die scheint es auch erwischt zu haben mit dem Lied, oder? Die Feider. Merkt man so gar nicht. Was für ein Lied. Bimmelim. All around me are familiar faces. Kenne ich nicht, das Lied. Oh, das können wir hier gut gebrauchen. Perfekt. Oh, guck mal, hier habe ich sogar ungerade gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum ist der hier ungerade? Futsch am Bau! Uiuiuiuiuiui. All around me are familiar faces ist ein berühmtes
Teil eines Liedes, welches häufiger für Memes verwendet geht, wenn etwas schief geht. Okay. Keine Ahnung. Gary Jules, Bad World. Ey, ich kann die Musik aus dem Radio nicht mehr hören, ne? Das geht mir so auf die Eier, die Musik. Jeden Tag die gleiche Leier. Wann lief das Lied im Radio? Bei mir nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, von wann das ist. Aber Gary Jules hört sich jetzt gerade nicht so alt an. So, jetzt wollen wir mal gucken. Doch, doch, das Lied kennst du, Steffi. Dir fällt es bloß gerade nicht ein. Von 2009? Ach, Jaugi, das wollte ich auch erzählt haben, Ich habe mir nach dem Stream, ne, als wir hier das mit dem TM Nations gemacht haben, hatte ich mir mal das angeguckt, ne? Und ich habe extra YouTube-Musik genommen, ne, damit, falls ich das hochladen sollte auf YouTube, mir nichts ankreien können, ne? Weil du kriegst ja von YouTube, kriegst du ja Musik gestellt. Die hat hier Twitch angekreidet zum Schluss. Das waren die letzten 5 Minuten oder sowas, wo ich noch die verbundenen Augen hatte. Und die Lieder, die offiziell sind, weißt du, wo wir da hinterher gespielt hatten, das hat Twitch so drin gelassen. Das wurde nicht gemutet. Total krass. Ja, jetzt wird mal hier Dr. Google gefragt. Vielmehr Dr. YouTube. Ach Gott, dieses ätzende Lied, ja. Okay. Ja, ja, dieses ätzende Lied. Jo, jetzt weiß ich's. Wo wollte ich jetzt gucken? Hier. So, wie habe ich das hier gemacht? Die ist direkt hier dran. In hell. Habe ich hier auch helles Holz verwendet? Ja. Was für Musik hörst du? Rammstein, Beethoven, Gorillas? Ja, ich höre Rammstein, das ist richtig. Oh, anscheinend eins der Lieblingslieder von Steffi. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich da nicht satt dran hören. Das ist richtig, die Feider. Ich höre Rammstein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Der muss dann aber dann da. Ach ja, genau. So, das ist jetzt hier zu. Und hier habe ich schon einen mehr gemacht. Das ist aber nicht schlimm.
So. Flups. Steffi, die kleine Rockerbraut. Ja. Die kleine Minecraft-YouTuberin hört Metal. Ja, ich höre Metal. Ich habe mich heute sogar noch geguckt. Ich habe ja die DVDs von denen auch, von den Konzerten. Und ich hatte halt gewischt und sowas und Staub geputzt und gesaugt und sowas. Da habe ich mir live aus Amerika vom Madison Square Garden angeguckt. Richtig schön laut. Dass die ganze Nachbarschaft auch was davon hat. So, jetzt muss ich noch mal gucken gehen, wie weit bin ich denn reingegangen? So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 ist Wand. Ja, ich habe Rammstein auch schon dreimal live gesehen. Das erste Mal war in Köln, dann in Dortmund und dann in Düsseldorf. Denkt man gar nicht, wenn man dich hier so sieht. Nö. Das höre ich aber öfter. Ich weiß, dann frage ich halt immer, ja, wie muss man denn aussehen, wenn man gerne Metal hört? Und dann kommt immer so Achselzucken. Das kann mir dann auch keiner sagen. 2, 3, 4, 5 und hier kommt die Wand hin. Ich habe hier auch zum Beispiel, das sieht man jetzt schlecht, ein Pullover von denen an, von Rammstein. Metal gleich düster, hart. Ja, aber deswegen muss man ja nicht hart aussehen. Also, weiß nicht. Und Metal ist ja nicht immer düster. Kommt ja auch auf den Text an. Techno ist ja auch nicht immer fröhlich. Kommt immer drauf an. Ich mache euch mal Licht hier, ne? Sonst seht ihr ja nichts. Und meine Spitzhacke ist jetzt gleich am Arsch. Ja, super. Aber Gott sei Dank habe ich mir noch mal ein bisschen Eisen gebraten. Und da ist er hinüber. Fuck. Ich glaube, ich würde auch als Metal-Fan durchgehen. Junge mit langem Haar und Bart. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist so klischee-mäßig, ne? Guck mal, wenn du dir zum Beispiel die Jungs halt von Rammstein anguckst, ne? Die haben kein Bart und lange Haare. Ne? Ich glaube, das ist so klischee-mäßig. Und als ich ja damals auch im Rammstein-Konzert war, also das Publikum, das da war, das war total gemischt. Oh, das brauchen wir. Ah, da sollten wir ein bisschen was von abernten. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Das passt. Aber ich mache jetzt erstmal hier die Wand. So. Was wollte ich jetzt sagen? Nicht lügen. Ach ja, als ich auf dem Konzert war von Rammstein. Also Altersgruppe, ich sag mal 14 bis Ende offen. Also ich hatte einen. Wie alt war der? 81, glaube ich, hatte ich vor mir. 81 war der. Vor mir gehabt. Total geil.
War super cool drauf. Und der Raum ist der kleiner. Ne, 2-2. Nightscore kenne ich, das höre ich auch so oft, das Lied. Das mit dem Klischee stimmt schon. Ein guter Mann, Yogi. Ich sag ja auch gerade voll Klischee. Wenn man mich sehen würde, würde man nicht denken, dass ich gerne High Nightcore und Beethoven anhöre. Echt? Du hörst echt gerne Beethoven? Krass. Ich überhaupt nicht. Also da bin ich irgendwie durch und durch. Was ich auch gerne höre, ist so Pink Floyd oder so. Aber ich glaube, das ist nicht eure Generation, oder? Oder was man dann gerne hört. Beethoven, bester Mann. Ja, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen, ich höre den nicht. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja, ist zum Beispiel ein Lied von denen. Habe ich letztes Jahr zum Beispiel live gesehen in Köln. Und du bist sicher 18, die Feider. Da habe ich eine Schallplatte von denen. Ein paar Lieder von Pink Floyd höre ich auch ab und zu mal. Ja, die sind echt cool. Oder kennst du Jethro Tull? Die haben auch richtig geile Musik gemacht. Ich würde das ja gerne anmachen. Ach scheiße, ich habe ja eben. Oh Gott, hoffentlich gibt das kein Strike auf YouTube. Map. Nee, die Band sagt mir gerade nichts. Ich kann mal einen Link schicken, ich kann aber nicht abspielen. Weil ich lade das ja auf YouTube hoch und YouTube heißt dann Möp Strike. Wie hießen die so? Ja, da. Ja, wenn ich das Lied höre, dann will ich das komplett hören, weil das Lied ist echt geil, das rockt richtig schön. Aber man muss halt diese Musik mögen. Aber wenn man das nicht mag, dann denkt man sich, oh, was höre ich denn da jetzt? Und du hattest ungefähr eine Millisekunde des Liedes an. Ja, ich hoffe, dass YouTube da nicht direkt schon anfängt zu meckern. Ansonsten muss ich nachträglich irgendwie la 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 machen und das so. Habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, ey. So ein Cheat. Ja, so für, wo du mich richtig mitjagen kannst, ist mit Schlager. Boah, da kriegst du, da krieg ich ja einen Koller, wa? Was auch überhaupt gar nicht geht, ist hier dieses, wie nennt man das?